Moin, liebe Sportfreunde, euer Görki am Start. Heute mal ein kleiner Einwand zum Kalorien-Tracken oder Zählen. Ob mit Yazio oder MyFitnessPal, der Fitness-Lifestyle im Social Media gibt das ein bisschen vor, dass wenn man Erfolg haben möchte, dass man Kalorien zählen sollte, damit man überhaupt Erfolg haben kann. Und was ich beobachte, auch als Trainer in meinen Coachings, dass zunehmend viele Leute daran verzweifeln, sogar mental krank werden, und verrückt werden durch das Kalorienzählen und dementsprechend auch teilweise in gewisse Essstörungen geraten, weil sie einfach zu genau jede Kalorie umdrehen. Und jetzt möchte ich mal hier drauf eingehen, wie man dieses Problem lösen kann und wieso man beim Kalorientracken wirklich ein bisschen auf sich achten sollte, weil das Ganze nicht ohne ist. Kommen wir mal zum allergrößten Fehler beim Kalorientracken. Ich gebe euch mal ein kurzes Beispiel. Und zwar ist das der Mindfuck, dass Leute sich komplett kaputt machen und schon fast gestört sind und sich so krass mit dem Kalorientracken stressen, dass sie aufgrund des Trackens irgendwann ihre Diät komplett abbrechen, weil es einfach zu viel wird. Zu viel Stress im Alltag. Ein Beispiel, ich habe ein paar Kunden für mein Coaching und dann haben sie vielleicht ein Beispiel, die Vorgabe 2500 Kalorien. Dann schreibt er mir einen Tag, oh Görki, mir geht's echt nicht gut, ich habe nur 2435 Kalorien geschafft. Ah, jetzt weiß ich nicht. Also er zerbricht sich den Kopf, weil er sein Ziel nicht um 100% eingehalten hat. Und das ist völlig verrückt. Da muss ich sofort eingreifen und sage, pass mal auf, wenn du 2500 Kalorien als Tagesziel hast, dann sind das in der Woche 17.500 Kalorien. Das heißt, wenn ihr Kalorien über einen gewissen Zeitraum trackt, kommt bitte komplett von der Tagesbilanz weg, sondern geht auf die Wochenbilanz. Mit einem Ding, was ganz wichtig zu verstehen ist, nicht jeder Tag in eurem Alltag ist identisch. Das heißt, ihr habt Tage, da habt ihr mehr Aktivität. Das heißt, da geht ihr vielleicht noch laufen nach dem Krafttraining. Es gibt Tage, da seid ihr faul, sitzt mehr rum im Büro, habt weniger Schritte geschafft. Da braucht ihr weniger Energie. Und es gibt Tage, da wollt ihr vielleicht mal auch mit Freunden was essen gehen, eine Pizza essen gehen und könnt dann nicht ganz so genau tracken. Das heißt, eine Wochenbilanz anstatt eine Tagesbilanz beim Tracken erlaubt euch viel mehr soziales Leben und viel weniger Stress. Also das ist ganz wichtig, weil ihr müsst eins verstehen. Stoffwechselprozesse, Abnehmen oder Muskelaufbau funktioniert ja auch nicht innerhalb von 24 Stunden. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Viele denken, wenn ich jetzt einen Tag nicht meine Kalorien einhalte, werde ich nicht abnehmen oder keine Muskeln aufbauen. Das ist Bullshit. Euer Körper hat ja auch keine 24 Stunden innere Uhr, sondern wenn ihr über 2-3 Monate eine Diät macht, dann könnt ihr maximal auch vielleicht in einem Monat 1 bis 1,5 Kilo Muskelmasse überhaupt aufbauen. Ja, also erstmal verstehen, dass Stoffwechselprozesse abnehmen oder auch Muskeln aufbauen nicht abhängig von einem Tag sind, sondern über einen längeren Zeitraum. Dementsprechend auch die Kalorienzufuhr zu betrachten ist über mehrere Tage oder mindestens eine Woche. So, eine Ausnahme gibt es natürlich. Ihr könnt nicht sagen, ich esse jetzt montags 0 Kalorien und dienstags 7000. Wichtig ist natürlich, dass ihr trotzdem die Makronährstoffverteilung einigermaßen einhaltet, dass ihr den Tagesbedarf an Mikronährstoffen abdecken könnt und dass ihr natürlich euer Eiweiß reinbekommt. Denn auch die Proteinbiosynthese ist für einen Tag an sich schon teilweise entscheidend. Ja? Aber wenn ihr eine Differenz am Tag von 200, 300, vielleicht auch mal 400 Kalorien habt, dann könnt ihr das easy am nächsten Tag wieder ausgleichen. Und das nimmt den meisten beim Kalorientracken schon mal so viel Stress, dass es viel angenehmer ist. Und genau das ist das Problem. Also ich kriege so viele Nachrichten, dass die Leute gestresst sind und für sie ist es eine Belastung, Kalorien zu tracken. Und das macht es sehr viel einfacher, dass man vielleicht auch mal am Wochenende was essen gehen kann und nicht ganz so genau darauf achtet, weil man weiß, man kann es wieder auspendeln. Also Kalorienpendeln, Wochenbilanz betrachten, macht für alle das Tracken schon mal extrem einfach. So, ne? Und der zweite Punkt ist einfach, wenn du merkst, und da gibt es ja auch extremere Fälle, Leute, die vielleicht schon mal Essstörungen hatten, denen würde ich empfehlen, Leute, die Essstörungen hatten oder sonst was, oder schon mal eine Bulimie, hört bitte auf mit dem Tracken. Versucht ein gesundes Verhältnis zum Essen zu bekommen. Versucht einfach eher den Weg über naturbelassenes Essen zu gehen, über ein Eat Clean. Ne? Das heißt, wenn ihr grundlegend auf einmal Krafttraining und Cardiotraining vielleicht in der Woche kombiniert, wenn ihr auf einmal neue Aktivitäten, Routinen in euren Alltag einbaut, Krafttraining habt und dann ja einigermaßen naturbelassen, ohne Zusatzstoffe, ohne verarbeitete Produkte futtert, dann könnt ihr auch in der Regel nicht fett werden. Das funktioniert nicht. Das heißt, gewisse Energien, die ihr zu euch nehmt, kann der Körper auch dann nur als Energiequelle fürs Training verwenden. Ja, dann müsst ihr euch so ein bisschen so vorstellen, dass wenn ihr aktiv seid, dann könnt ihr auch nicht wirklich fett werden, wenn ihr gewisse Dinge nur futtert. Ja, das wollte ich einfach mal hier mitteilen in dem Video, um euch ein bisschen den Stress vom Kalorientracken zu nehmen,
weil ich weiß und das merke, dass es sehr, sehr viele Leute abfuckt, die aufgrund dieser, oh, ich muss es jeden Tag einhalten, ihre Diät sogar abbrechen und manche sogar durch das Kalorientracken in Essstörungen verfallen. Da muss man wirklich vorwarnen und den Leuten erklären, dass es auch wirklich einfacher ist, zum Beispiel über die Wochenbilanz oder über naturbelassenes Essen, dass man sich erstmal an eine gesunde Ernährung herantastet und mit Aktivität im Alltag auch da einmal den Ausgleich hat, dass man nicht in ein krasses Plus an Kalorien kommt. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das oder die Erfahrung auch schon mal gemacht habt, dass euch ein Kalorientracken so krass abgestresst hat. Denkt immer daran, gewisse Prozesse sind langfristig zu sehen und innerhalb von einem Tag kann nicht viel passieren, außer dass ihr vielleicht ein bisschen Wasser zieht und dann solltet ihr euch da auch nicht verrückt machen. In dem Sinne, ich bin raus, euer Gerki. Ciao.